Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich werde hier mal ganz kurz ein paar Einstellungen vornehmen. Ich will denn hier mindestens 60.000 Liter haben. Und Zuglimit ist 0. Okay, das geht aber. Sie können so viele Züge hinkommen wie gewollt. Ich dachte, das wäre hier begrenzt irgendwie, dass hier ein Zuglimit drauf liegt. Aber er müsste eigentlich dann ganz viele Züge anfordern. Wie viel Gesamt kann ich denn hier lagern? Da sind All Corners 3 noch nicht drin, ne? All Corners 3 hier irgendwo. Keine All Corners 3 mehr. Tanks alle. Oh, ich bin die Tanks hingepappt. Die rausgegeben. Logistik. Gucken wir mal. Tanks, All Corners 3. Ja, die habe ich rausgepappt. Alles klar, okay. Gut, dann sind die irgendwo in irgendeine Kiste gelandet. Man weiß noch nicht ganz genau wo und wie und warum. Aber hier sind Leute unterwegs. Es könnte sein, dass die hier unten drin liegen irgendwo. Ja, da liegen die drin, Tatsache. Alles klar. Ja, nee, ist okay. Aber dann werde ich die erstmal auffrischen, dass die hier All Corners 3 haben können. Warum hat der denn jetzt hier hinten so wenig Flüssigkeit drin gehabt? Na los. Okay. Nee, dass wir dann hier mehr Flüssigkeit drin einlagern können, dass ich gesamt mehr anfordern kann. Und vielleicht machen wir auch Double Tank, also dass wir dann noch einen zweiten Tank immer dazu bauen. Das geht ja theoretisch auch. Das sollte theoretisch auch gehen. Aber ich sollte die Leitung hier nicht haben, glaube ich. Die sorgt dafür, dass die sich hier gegenseitig quasi vollpumpen. Und dann geht es nicht da oben hoch, wo es hochgehen soll, ne? Problem hier, na gut, ja, da könnte ich noch damit anschließen dann. Da müsste ich, ja. Habe ich noch ein paar bessere Pumpen dabei? Ich habe Pumpe 3 habe ich bei, ja, das geht. Also dann machen wir hier, dann bauen wir den Bahnhof mal ganz kurz um. Die Pumpe kann stehen bleiben. Ja, die geht dann auch bloß auf den Tank. Da kann eine hin. Die kann ich ja direkt nebeneinander stellen. Ah, okay. So, das passt ja dann. So, da geht eine hin. Hier kann ich eine hinbauen. Da kann ich eine hinbauen. Und den müssen wir dann mal rausnehmen. Dann nehmen wir die hier mal weg. Jetzt lassen wir wieder alles ein bisschen Strom. Dann nehmen wir die Leitung einzeln. Ja, ist ja gut. Bis da oben hoch. Die Leitung einzeln bis da oben hoch, die Leitung einzeln bis da oben hoch. Die kommt weg, die kommt weg. So. Dann drückt der nämlich, den drückt nämlich direkt in die Tanks rein hier. Das ist dann viel besser, glaube ich. So. Jetzt müsste eigentlich pro Dings müssten noch drei Anschlüsse dann immer zustande kommen, glaube ich. Das sollte sich ausgehen. Das ja auch hier oben reinstellen, den Strom. Stört ja auch keinen. Ich brauche immer schnell zwei Pumpen. Das hier leer pumpen, so. Da ein hin und der. Ja, der kriegt keine drei, weil. Okay. Na ja, gut. Das ist ungünstig. Aber dann hat er halt nur zwei hier vorne. Dann ist das halt so. So. Gut. Dann läuft das hier quasi direkt hier rein. Es wäre natürlich schön, wenn, aber haben wir nicht. Müsste ich das alles um eins noch versetzen, noch da, dann könnten wir wieder. Dann hätten wir. Und dann hätten wir die Möglichkeit, ja. Um eins noch da versetze. Eigentlich auch keine großartige Hürde, ne? Das zu machen nochmal. Also, die Tanks ersetzen wir jetzt erstmal hier.
Da können 75.000 Leute drin liegen. So. Natürlich eine Operation jetzt hier am offenen Herzen, aber das willst du machen. Er fordert eben fleißig an hier dann. 60.000 Liter nach und nach gehen da mal rein. Sehr schön. Gut, das funktioniert. Wenn ich den hier rausrupfe, dann habe ich erstmal ein Problem, weil meine grüne Leitung ja nicht mehr funktioniert. So, wenn wir jetzt hier erstmal die Stromleitung, lassen wir die so, wie sie ist? Nein, die lassen wir natürlich auch nicht so, wie sie ist. Dann müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir die Stromleitung so hinbauen, wie sie denn sein muss. Hier kann eine hin. Hier kann eine Leitung hin. Hier kann eine Leitung hin. Da kann eine Leitung hin. So, müsste jetzt alles bestromt sein. Dann kann auch da vorne eine hin. Dann können wir jetzt zur grünen Leitung einmal hier über die Stromleitung gehen. So. Und dann kann hier grüne Leitung an Stromleitung angeschlossen werden. So. Und dann kann ich den Tank rausrupfen. Dafür einen neuen Tank hier hinstellen. Und den original anschließen. So. Keine Ahnung, ob die Flüssigkeit jetzt okay geflogen ist, aber wahrscheinlich schon. So. Grüne Leitung an dem Mast mit dran hier. So, dann ist sie erstmal dran. Dann brauche ich Pumpi. Eine hier, eine da, eine dort. Und dann kann das hier sozusagen wunderschön erstmal bis dahin pumpen. Nicht. So. Okay, das hat schon mal geklappt. So, dann. Oh, der hat ja den Tag noch. Gut. Dahin. Dahin. Probiere mal raus. Richtig so? Aber ja, ne? Tank dann hier hin, so. Anschluss, 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 Anschluss. Da anschließen. Da anschließen. Da anschließen. Da anschließen, so. Und jetzt müssen wir eine grüne Leitung legen. Haben keine grüne Leitung mehr. Auch eine grüne Leitung. So. Sind die alle wieder miteinander verbunden? Und jetzt sollte das da eigentlich ganz gut durchlaufen. So, okay. Das hätten wir schon mal geklärt hier, den ganzen Chaos. Mal ein. Und theoretisch könnte man jetzt da eigentlich nochmal so eine Kesselreihe davor stellen. Muss man nicht, aber könnte man. Dass da noch ein bisschen mehr Flüssigkeit quasi da drin ist. Und eigentlich müsste ich hier vielleicht noch eine Abpumpstation oder sowas haben, dass ich die dann hier raus oder so. Vielleicht kann ich die, oder ich setze die alle eins runter und dann kann ich hier Pumpen dazwischen bauen, dass die nach oben quasi mal das, die Rohre, die Leitung voll pumpen, dass das hier nicht mit irgendeiner Flüssigkeitszustand, wo es funktioniert, ne? Never change running system oder so. Hat doch mal irgendein kluger Mann gesagt. So. Gut, der Mast steht einfach nur näher dran. Das ist aber okay. Da komme ich drauf klar. Und dann können wir jetzt hier eine Gesamt. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? 75, 150, 300, 450 haben wir hier möglich. Das heißt, 300.000 kann ich locker anfordern. Ups, aber. Hier die. Da habe ich ganz großes Chaos gemacht. Manöver Sludge.
300.000. So, gut. Also bis zu 300.000 Liter dürfen hier gleichzeitig liegen. Und es dürfen so viele Züge wie möglich hier hochfahren. Und ja, mindestens 60.000 sollten drin sein. Die mindestens 60.000 haben wir auf jeden Fall immer. Ne? Das sind ja alleine 60.000 hier vorne. Sozusagen, das kriegen wir hier auf jeden Fall immer hin. Und dann kann hier immer mal schnell mal geholt werden und dahin gebracht werden. Die Frage ist, ja, Flüssigkeitszüge haben wir eigentlich auch genug, die es eigentlich betreiben könnten. Und dann gucken wir mal, wie viele Liter liegen jetzt hier oben drin gerade. 16.000, 2.000, okay, das ist natürlich dann auch noch ein bisschen, 12.000. Das läuft aber hier durch dann, also da wird es ja dann ein bisschen verteilt. Wie gesagt, also man könnte jetzt theoretisch hier oben, also die Tanks eigentlich zwei hier runtersetzen nochmal. Und dann da oben auch pumpen, dass die das immer hier vorne mit 100% volldrücken. Ist, glaube ich, gar nicht mal so doof die Idee, ne? Dass das hier mal mit Pumpe raustransportiert wird. Mal die ganze Verrohrung nochmal hochlegen. Ah, um zwei. Könnte man auch machen. Man könnte die auch direkt hier dran schließen dann. Oben verrohren. Ja, komm. Das ist nicht so einfach, wie mir das jetzt verstehe. Achso, ich bin im Map-Modus, ich bin ja nicht in der Nähe, oder? So. So. Ich will nochmal grüne Schnüre nehmen. Gucken wir nochmal ein bisschen grüne Schnüre, so. Auf jeden Fall mal gut leer, ja, das ist ja schon mal gut soweit. Das dürfen wir dann hier erstmal verbinden. Jetzt kommt hier ein Zug an hier, ja, sehr schön. Also wird das hier hinten jetzt nicht rausgesaugt? Los. Da ist genug Platz. So. Die sind auch untereinander nicht verbunden, ne? Nee. Kessel einsetzen, hier ein einsetzen. So. So. Den raus, den raus. Pumpe rein, Pumpe rein, Pumpe rein, Pumpe rein. Rohr ran, Rohr ran, Rohr ran, Rohr ran. Dann setzen, so. Dann sollte das jetzt hier auch nach oben sich abpumpen und dann können wir hier noch ein Rohr dazwischen machen, so. Und grüner Strick. Der Dreckkessel da dran. So, dann ist das erstmal auf der Seite fertig. Das müsste sich ja hier drüber dann ausnivellieren irgendwann. Dann ist das hier oben ziemlich schnell weg. Da kommen ja aber auch die ganze Züge an, ne? Das ist ganz gut eigentlich. Und bei mir kommt Material an, auch gut. Ich endlich. So. Sehr schön. Gut. Wird das wieder ein bisschen Pause sein. Können wir hier mal die nächste Reihe Kessel dazwischen setzen. Jetzt habe ich dann eine Pumpe abgerissen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Kessel. 1, 2, 3. Der weg. Der weg. Der weg. Das weg. Das weg. Das weg. Hier ein Rohr, da ein Rohr, dort ein Rohr. Hier eine Pumpe, da eine Pumpe, dort eine Pumpe, hier eine Pumpe, da eine Pumpe, dort eine Pumpe. Allgemein Abtransport. Grüne Schnur von hier nach da, von da nach da nach da.
Den können wir auch nochmal miteinander verbinden. So, jetzt sind alle Kessel unten dran. Und hier oben geht das dann mit Pumpen raus. Das heißt also, hier in den Rohren müsste immer 100% drin sein. Da darf man fleißig immer pressen. Und von hier ziehen und saugen. So, und dann müsste das hier sich auch untereinander verteilen. Hoffe ich auch gut verteilen. Nicht, dass mal irgendein Kessel dann zu voll wird. 37.000. 40.000. Wenn die 300.000 einlagern wollen, dann sind in 6 Kesseln jeweils 50.000. Ne? Also die untereinander, die müssen dann schon gut laufen hier. Ich weiß nicht, ob das so gut durchläuft. Also noch 4% drin. Aber gut, eigentlich, wenn die jetzt da weiter. Wie viel bist du denn jetzt gekommen? 67.000. Das war so schnell weg. Okay. Ja gut, wenn die hier weiter reinpressen, muss es ja langsam sicher dann hier so durchgehen, ne? Also das sollte dann ja klappen. Müsste gehen. Müsste gehen. So. Aber jetzt hat er ja ordentlich hier. Was hat er jetzt hier schon? Er hat minus 300.000. Ne, warte mal. Hier muss ich drauf gucken, ne? Er hat minus 114.000, 116.000. Na gut, die hier vorne, die produzieren wie blöd, ne? Die brauchen das Zeug jetzt auch. Ganz optimal ist das noch nicht, aber wir können, warte mal, ich leg da mal noch ein Rohr durch. Das ist hier vielleicht dann dadurch noch schneller sozusagen die einen Ausgleich gibt zwischen allen Kesseln. Damit hier vorne mal irgendwann was ankommt oder so. Aber die Zone ist ja schon was weg dann hier, ne? Naja, gut. So, wo bleibt der nächste Zug? Dauert es wieder ein bisschen, bis die Züge kommen. Aber hier ist ordentlich was los, muss man sagen. So, wie sieht es hier aus? Okay, voll. Hier voll. Also der ist dauerhaft befüllt. Wo holt er das denn immer ab, das Material? Hier holt er sich Schwefel Wastewater ab. Aber irgendwie will er mehr haben, als er kriegen kann. Ich glaube, das ist die Fehlermeldung, die wir gleich wieder kriegen werden hier. Ah, okay, so. Dann ist hier jetzt wieder einer, der will 64.000 Liter für oben haben. Gut. Interessant ist also, wie oft die Hänge hier jetzt frequentiert werden, aber ich denke mal, da sollten wir vielleicht auch 75.000er Kessel noch dazwischen, also vor jedem Bahnhof noch dazwischen bauen. Dass hier noch ein bisschen was Vorlauf da ist. Also wenn denn hier jetzt wirklich mal der Matthias am letzten ist und mal 3 oder 4 Züge dahin kommen wollen, weiß ja nicht. Also eigentlich bietet der ja, was bietet denn der jetzt hier gerade an eigentlich? Eine Menge. Der bietet 240.000 Liter an. Also da geht eigentlich was. Da sollte eigentlich gut was durchgehen durch den Zug. So. Gut. Das war so ein bisschen Optimierung an dem Bahnhof, damit hier die Produktion ganz gut weiterläuft. Muss ja auch mal gemacht werden. Strom haben wir noch genug, okay, da geht aber auch einiges bei drauf. Meine Baudrohnen sind momentan, glaube ich, ohne Beschäftigung. Kann das sein? Ja, momentan ohne Beschäftigung. Hier unten, das arbeitet fleißig. Oh, da scheine ich noch irgendwas nicht richtig gemacht zu haben. Also hier oben scheint das hier hinzuhauen mit den Nickel Plates, aber das scheine ich irgendwie nicht sauber durchkopiert zu haben. Gut, ja, dann haben wir da jetzt halt über 60.000 von diesen Platten drin. Gut, naja, dann ist das so. Warte mal, warum macht die denn noch? Wird die nicht richtig? So. Na gut, haben wir da ein bisschen mehr drin. Ist egal, aber dann ist das jetzt erstmal durch hier das Thema und dann ist die Stahlproduktion, achso, deswegen ist die Stahlproduktion hier oben auch so am Kochen, weil der die ganze Zeit, ah ja, okay, wirklich Stahl braucht. Hier, ah, okay, gut, naja, aber es hat funktioniert. Also sozusagen das ganze System an sich hat, wo stehe ich, nicht, dass ich jetzt gerade vom Zug laufen will, das ganze System hat funktioniert.
Und das ist das Gute an der Sache. Das gleicht sich über die Zeit aus hier. Passt schon. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das für heute. War jetzt, war nicht so ergiebig, die Folge. Aber schön. Genau, ich wollte mich ja um das Glas kümmern, da bin ich ja dabei. Ich würde gerne eigentlich dieses Karree gleich hier nochmal reinbauen wollen. Oder wollen wir das abreißen? Wollen wir das erste Mal nur das Latschwerk abreißen? Dass das nichts mehr tut? Das wäre sozusagen der Genickschuss eigentlich hier für die Produktion, ne? Also die würde dann nur noch für das Katalysatorenwerk arbeiten. Oh mein Gott. Man könnte sich Schlimmeres vorstellen. Fürs Erste. Ja. Ja. Na, wir gucken mal. Alles klar. Gut. War wirklich bloß Optimierung an dem Bahnhof, ne? Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verpempert da dran, aber ist okay, das muss ja auch mal sein. Das sieht sehr gut aus hier. Und die Pumpen sind echt schnell, ne? Also da waren wieder 92.000 Liter waren jetzt hier drin, ja, gerade eben. Und die hat er mal einfach so da durchge... Also wirklich durchgepresst, oder? Ist ordentlich Durchsatz hier. Schafft nicht so viel, klar, weil die Leitung so lang ist. 9.600, aber wenn der jetzt hier ansaugt, ne? 60.000 Liter raus. Robbe die Katz. Bis dann. Tschüss.